Plastic Surgeon. Liebe Community, liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Alavi und im heutigen Video sprechen wir über potenzielle Risiken und Nebenwirkungen bei der ästhetischen Lippenvergrößerung. Viel Spaß mit dem Video. Also, wir machen jetzt eine Aufklärung, so wie sie in der Praxis und in der Klinik auch durchgeführt werden würde. Das beinhaltet alle Nebenwirkungen und Risiken für die verschiedenen Injektionsmaterialien zu besprechen. Körpereigenes Gewebe. Wir hatten das schon in den vorherigen Videos angesprochen. Schaut die Verlinkung in den Videoplaylisten nach. Eine Möglichkeit der Aufspritzung von Lippen, aber auch anderen Bereichen, ist das Eigenfett. Somit körpereigenes Gewebe. Körpereigenes Gewebe muss gehoben werden. Das heißt, man kann dieses Fett entweder von den Oberschenkeln, vom Bauch oder auch von anderen Arealen, wo Fettansammlungen sind, in Lokalanästhesie oder in einer Analgosedierung heben. Es wird aufbereitet intraoperativ und wird dann in seiner konzentrierten Form und gereinigten Form in die Areale reingespritzt. Man kann die Therapie mit körpereigenen Materialien auch ergänzen mit dem sogenannten PRP, Platelet-Enriched Plasma. Das ist eine Art Konzentrierung von bestimmten Blutbestandteilen, die einen verjüngenden Effekt haben soll. Das kann man mit der Fettinjektion, aber auch mit körperfremden Materialien entweder kombinieren oder nacheinander gestuft anwenden. Dieses PRP zeigt in bisher durchgeführten Studien relativ gute Ergebnisse und scheint auch einen Verjüngungseffekt und Effekte auf Falten und die Konsistenz der Haut zu haben. Die Hebung des Fetts erfolgt in Analgosedierung, das bedeutet in einem leichten Dämmerschlaf, kann aber auch nur in Lokalanästhesie durchgeführt werden. Das hängt im Prinzip von der Schmerzempfindlichkeit des Patienten ab, aber auch von den gängigen therapeutischen Methoden des Behandlers. Kommen wir zu den naturidentischen Substanzen. Zu diesen gehört, wie in den vorherigen Videos auch angesprochen, schaut in den Videolisten nach, das Hydroxyapatit oder das Calciumhydroxyapatit, die Hyaluronsäure, ganz groß und ganz wichtig, Hyaluronsäure, das ist das häufigst angewendete Material, und auch andere Materialien wie L-Polymilchsäure. Das wird weniger häufig angewendet. Zu den natürlichen oder den naturidentischen Stoffen, das sind die bevorzugten Materialien. Diese Materialien werden in einem Zeitraum von 9 bis 12 Monaten, manchmal bis zu 2 Jahren abgebaut. In manchen Fällen wird es aber auch schneller abgebaut. Wichtig, in manchen Fällen wird es auch schneller abgebaut. Das müsst ihr mit dem Patienten besprechen. Das muss der Therapeut dem Patienten mitteilen. Was für Vorbereitungen sind notwendig? Injiziert man zum Beispiel kollagenhaltige oder kollagenähnliche Strukturen, ist eine vorherige allergische Testung des Materials notwendig. Das heißt, man muss das Material in ein Probeareal, zum Beispiel im Bereich des Unterarms, einfügen und dort nach einigen Tagen oder Wochen schauen, ob es dort Reaktionen gab. Da kann der Patient selber diese Stelle markieren und im Verlauf der Tage bis 1 oder 2 Wochen kontrollieren, ob dort eine Reaktion entstanden ist. Das hat sehr große Relevanz, denn wenn man im Bereich der Lippen dieses Material reinspritzt und dort eine allergische Reaktion mit Schwellung, Entzündung und Schmerzen entsteht, kann das Gesicht entstellen. Kommen wir nun zu den Kosten für die Behandlung. Normalerweise sind die Kosten für die Behandlung von den Patienten zu tragen. Beinhalten aber die Therapien eher einen rekonstruktiven Charakter oder einen therapeutischen Charakter, kann ein Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Da muss man abwarten, was die Krankenkasse sagt. Gegebenenfalls ist dort eine Stellungnahme des behandelnden Arztes notwendig. Geht man aber davon aus, dass wir die ästhetischen Therapien jetzt hier im Fokus haben, erfolgt die Kostenübernahme durch die Person selbst. In einem separaten Video werden wir nochmal auf die Kosten eingehen. Was kostet eine Lippenvergrößerung? Was sind so die Folgekosten? In welchen Zeiträumen muss ich damit rechnen? Welche Komplikationen und welche Risiken beinhalten die genannten Therapieverfahren? Für alle genannten Therapien ist die Blutung und die Nachblutung ein potenzielles Risiko und eine potenziell mögliche Komplikation. Es kann zur Blutung um die Einstichstelle herumkommen, aber auch in dem Gewebe, wo man therapiert hat, kann es zu einer Einblutung kommen. Das zeigt sich in einem blauen Fleck, in einer Schwellung und in einer diffus verteilten, also komplett verteilten Verfärbung in diesem Areal. Es kann zu Verletzungen von Nerven und Blutgefäßbahnen kommen. Diese Verletzungen können mit Funktionseinschränkungen einhergehen, mit Gefühlsstörungen, Bewegungseinschränkungen. Im schlimmsten Fall können auch die
eingespritzten Materialien über die Blutbahn transportiert werden und zum Beispiel über ein bestimmtes Gefäß, was hier in dem Bereich langläuft, zum Auge führen. Die Erfahrung des Operateurs und die genaue Kenntnis der Anatomie macht die Therapie umso sicherer. Deshalb gehört die Therapie mit Hyaluronsäuren und injizierbaren Materialien in die Hand eines Profis. In jedem Areal, in dem ein Chirurg manipuliert am menschlichen Körper, können Infektionen entstehen. Trotz der Desinfektion und Reinigung des Areals können Bakterien in diesen Bereich reinkommen. Das sind häufig Bakterien, die innerhalb der Haut Krypten, also innerhalb der Hautbereiche liegen, die dann in die Wunde reinkommen, die man vorher gar nicht durch die Desinfektion adressieren kann. Je sauberer der Behandler arbeitet, desto weniger ist das Risiko für den Patienten, eine Infektion zu erleiden. Zusammengefasst kann man sagen, ein Abszess, das heißt eine Ansammlung von entzündeter Flüssigkeit, eine Infektion in dem Areal, ist ein sehr bedeutendes Risiko. Wie erkennt man eine Infektion? Eine Infektion kann man erkennen durch Rötung, Schmerzzunahme, Fieber, ja, Schwellung in dem Bereich. Das sind alles Anzeichen für eine potenzielle Infektion. Eine frühzeitige Meldung bei dem behandelnden Arzt oder über die Notaufnahme in einem Krankenhaus sind dahingehend wirklich essentiell. Bei Patienten, die zur Herpesinfektion neigen, ist bei der Behandlung von initiierbaren Materialien immer die Abdeckung mit einem antiviralen Mittel notwendig. Dazu gehört zum Beispiel, kann man dort Acyclovir verwenden. Diese Prophylaxe, also Vorbeugung der Infektion einer Herpesinfektion, kann mit Acyclovir durchgeführt werden. Überall da, wo man reinspritzt, können Thrombosen oder Gerinnsel entstehen. Diese Gerinnsel können weitertransportiert werden und in den Bereich, wo sie hinführen, zu einer Durchblutungsstörung. Die Komplikation der Injektion von Füllmaterialien in Gefäße und vor allem im Bereich der Lippen zum Auge hin kann zur vorübergehenden Sehstörung oder zur Erblindung. Ein ganz relevanter Punkt ist die Allergie. Also die Allergie gegenüber den Fremdmaterialien ist höher von der Wahrscheinlichkeit als natürlich zu den körpereigenen Materialien. Häufig ist die Hyaluronsäure völlig reaktionsfrei, weil es ein körpereigener Stoff ist. In seltensten Fällen kommt es vor, dass dort eine Reaktion entsteht. Wenn eine Reaktion entsteht, ist auch hier eine wirklich sofortige Meldung beim Behandler oder eines Notarztes notwendig, weil eine allergische Reaktion zu Kreislaufstillstand, zu massiven Schäden des Körpers führen kann. Initiiert man zum Beispiel Hyaluron, so zeigt es sich in den Anfangswochen sehr regelmäßig verteilt und hat einen sehr schönen Effekt. Im Verlauf der Wochen und Monate kann aber eine Ansammlung des Hyalurons entstehen. Das führt dazu, dass dort Verhärtungen entstehen können, Unregelmäßigkeiten, dass die Lippe nicht mehr so schön aussieht, wie sie vorher geformt worden ist. Melden Sie sich da bei Ihrem Behandler, der kümmert sich dann um die Korrektur. Man kann das Hyaluron dann auch. Bei den Langzeitprodukten, also bei den Produkten, die nicht resorbiert werden, welche Produkte das sind, das seht ihr in den Videos, die wir vorher veröffentlicht haben. Bei den Langzeitprodukten sollte man immer vorsichtig sein, denn diese Langzeitprodukte können über längere Zeit, weil sie nicht abgebaut werden, auch zu Schmerzproblematiken führen, zu Verhärtungen und Asymmetrien in dem Bereich. Auch bei den natürlichen Substanzen wie die Hyaluronsäure oder das Kollagen, was teilweise aus tierischen Erzeugnissen stammen kann, besteht das Risiko, dass Infektionen wie HIV oder andere Infektionserkrankungen übertragen werden können. Bei den bakteriellen Produkten ist das Risiko natürlich nicht da. Informieren Sie sich daher, was für ein Produkt verwendet wird. Direkt nach der Injektion könnte Schwellung, Schmerz, Taubheitsgefühl durch die Anästhesie, durch die Lokalbetäubung bedingt, da vorhanden sein. Es können anderweitige Unregelmäßigkeiten zu tasten sein. Die Lippe fühlt sich komisch an. Das braucht einige Tage, bis das Hyaluron sich setzt in den Bereichen, wo man das initiiert hat und mit dem Körper in Einklang kommt. Eine generelle Empfehlung beinhaltet, dass man 2 Wochen wartet, bevor man das endgültige Ergebnis erwarten kann. Bis diese 2 Wochen vorbei sind, können noch Schwellungen da sein, Schmerzen vorhanden sein und das kann das Ergebnis noch verfälschen. Nach 2 Wochen kann man die erste Beurteilung des Ergebnisses durchführen. Bevor man die Therapie macht, muss man mit dem Patienten Nebenerkrankungen durchgehen.
potenzielle Medikamente, die der Patient einnimmt. Nimmt der Patient Blutverdünnungsmedikamente ein? Hat der Patient Allergien? Wurde bereits an der Lippe oder in anderen Bereichen bereits Operationen durchgeführt? Sind bereits Fremdmaterialien in der Lippe vorhanden? Besteht eine Blutungsneigung? Hat der Patient HIV oder Hepatitis? Bestehen Herz-Kreislauf-Problematiken? Hat der Patient vielleicht auch eine psychische Erkrankung? Hat der Patient Stoffwechselerkrankungen? Hat der Patient eine Autoimmunerkrankung? Wenn man dann Kollagenprodukte oder Hyaluronprodukte bei autoimmunerkrankten Patienten initiiert, ist es grob fahrlässig. Hat der Patient schon mal Herpes gehabt? Ich verweise nochmal darauf, wenn der Patient Herpes gehabt hat, ist immer die Acyclovir-Therapie vorab als Prophylaxe, als Abdeckung absolut notwendig. Hat der Patient schon mal eine Faltenunterspritzung oder eine Lippenvergrößerung gehabt? Wie war da das Ergebnis? Welches Material wurde verwendet? Raucht der Patient? Auch für Wundheilungsstörungen und Komplikationen relevanter Punkt. Beim Rauchen können nämlich Komplikationen entstehen. Ist die Patientin schwanger? Eine Behandlung einer schwangeren Patientin würde ich absolut nicht empfehlen. Das Risiko, dass dort was passiert, eine Autoimmunreaktion entsteht oder anderweitige Risiken entstehen, würde ich nicht in Kauf nehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video gehen wir auf potenzielle Kosten, die auf den Patienten zukommen, ein. Wir werden noch einige kleine Kurzvideos machen, da werden wir darauf eingehen, wie teuer eigentlich solch eine Behandlung ist und wie die Folgekosten sind. In einem weiteren Video werden wir auch darauf eingehen, wie man seinen eigenen Behandler finden sollte und welche Kriterien dort relevant sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Aufklärung aufzuarbeiten und euch das zu dokumentieren, was da für Risiken sind. Natürlich dient dieses Video als Aufklärungsvideo zur Vorbereitung eines Gesprächs mit einem Behandler. Jeder Behandler sollte mit seinem Patienten ausführlich diese Punkte durchgehen und jede Fragen, die ihr habt, dazu beantworten. Abonniert den Kanal, hier ist der Button, klickt auf Abonnieren, verteilt das Video an eure Freunde und Bekannte, die planen, möglicherweise solche ästhetischen Therapien machen zu lassen. Schützt eure Freunde davor, dass sie wissen, was für Risiken in solchen Behandlungen stecken, und aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos, die kommen, auch sehen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.